schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute mit Marc Pötter. Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Termin gefunden haben, wo er entsprechend hier mit uns ein Webinar veranstaltet. Heute mit dem Thema die Double SMA Strategie. Lerne eine erfolgreiche Trading Strategie, die du sofort umsetzen kannst. Bin ich sehr gespannt. Freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt auch übergebe, müssen wir kurz wie immer über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, insbesondere mit dem heutigen Thema. Gut, dann, lieber Marc, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg, wenn im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Ja, Nelson, danke dir. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Freut mich auch immer wieder. Kurz mal eben, dass man meinen Bildschirm sehen kann. Kleinen Augenblick. So, jetzt sollte schon der Fall sein. Ich will nahtlos hier umsetzen. Genau, Risiken, was ist klar. Aber ich denke, das sollte ja auch jedem, deswegen seid ihr ja auch hier, weil man es lernen möchte. Und wir sind einfach in der höchsten Risikoklasse. Und gerade beim Trading ist es auch logisch. Ich habe auch keine Glaskugel. Also wir handeln nur Wahrscheinlichkeiten und dementsprechend. Aber genau darauf will ich auch ein bisschen eingehen heute. Und dann können wir gerne direkt loslegen. Ganz kurz zu meiner Person, wer mich noch nicht kennen sollte. Marc Pötter, mein Name, seit mittlerweile 13 Jahren professioneller Trader und Investor. Also auf der einen Seite ein sehr kurzfristiger Händler, eher im 5-Minuten-Bereich. Auf der anderen Seite aber auch liegen über 90% meiner Altersvorsorge langfristig in Aktien drin. Also von daher, das sind so die beiden Leidenschaften, die ich habe, wo ich auch der Meinung bin, das ist wirklich eine gute Sache. Man kann mich kennen von der Börse Frankfurt als Gastwirt aus den Fuchsbriefen, vom Börsencoach Magazin, bei Follow My Money als Trader, vom Traders Magazin oder von diversen anderen Veranstaltungen. Wie gesagt, nochmal danke für die Einladung, denn ich bin nicht von FX Flat, sondern von Smart Markets, habe mein eigenes kleines Unternehmen und wir sind Dienstleister halt für Trader und bei uns liegt der Fokus auf der Entwicklung von regelbasierten Strategien. Deswegen für mich immer ein sehr schönes Thema, einfach, dass man auch mit einer sehr einfachen, simplen Strategie zeigen kann, wie man mit dem Regelwerk in Trendmärkten wirklich gut unterwegs sein kann. Und da wollen wir uns mal anschauen, auf der einen Seite für die von euch, die es vielleicht neu sind, gerade im Prinzip anfangen mit dem Traden, was ist überhaupt ein SMA? Wir wollen uns anschauen, wie sieht das Handelssetup aus? Ja, weil da werden wir sehen, dass es einfach mehr ist, als dass wir nur einen guten Einstieg haben. Das ist das, wonach die meisten irgendwie mal suchen, nach dem perfekten Einstieg. Aber das Zusammenspiel zwischen diversen Faktoren macht auch dann den Unterschied zwischen einer erfolgreichen und einer nicht erfolgreichen Strategie aus. Genau das schauen wir uns an. Und dann natürlich wollen wir auch dann danach, nachdem wir uns angeschaut haben, wie das funktioniert, wollen wir auch in die Handelsplattform gehen. Dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Also ich freue mich immer, wenn es etwas mehr ein Dialog ist und kein reiner Monolog. Also wenn Fragen zwischendurch sind, gerne bei euch, das kennt ihr wahrscheinlich schon in das GoToWebinar, in diesen Fragenteil, da könnt ihr direkt Fragen posten. Die sind auch anonym, die sieht also man nur entweder Nelson oder ich. Also von daher kann man alles fragen, da muss man keine Sorge haben, dass das irgendwelche dummen Fragen sind. Auf der anderen Seite, dumme Fragen gibt es nicht. Ich könnte mal davon ausgehen, wenn ihr die Frage habt, haben die mit Sicherheit auch 80% der anderen Leute, die hier zuschauen. So, starten wir direkt. Was ist ein SMA? SMA ist im Prinzip eines der bekanntesten Indikatoren, ist ein Simple Moving Average, also ein gleitender Durchschnitt. Und zwar, den kennt ihr höchstwahrscheinlich auch von NTV oder auch von der Börse Frankfurt oder dergleichen. Ja, das ist zum Beispiel die 200-Tageslinie. Das ist ein simpler gleitender Durchschnitt. Also dementsprechend jeden Tag, so Tageslinie, jeden Tag sieht man ihn also in der Börse. Und da, ja, wenn man dann in Nachrichten schaut, dann ist typischerweise, wenn wir hier so einen Kursverlauf haben, dann gibt es eine 200-Tageslinie, sieht zum Beispiel so aus. Und dann wird in den Nachrichten gesagt, wenn der Kurs oberhalb von diesem gleitenden Durchschnitt ist, also von der 200-Tageslinie, dann haben wir hier oben einen Aufwärtstrend, einen Longmarkt und hier unten drunter, wenn der Kurs hier drunter ist, typischerweise einen Abwärtstrend bzw. ein Shortmarkt. Ja, das ist also schon mal, dass wenn man ein bisschen Nachrichten schaut, dass man das schon ein bisschen einordnen kann. Ja, also dementsprechend der gleitende Durchschnitt, wie gesagt, mathematisch nicht schwierig, aber tatsächlich eines der bekanntesten Indikatoren, die man als allererstes an der Börse lernt, um einen Trend zu bestimmen.
uns mal anschauen, wie das aussieht. Ja, das ist es im Prinzip, also dass wir jetzt hier ne, diese rote Linie haben, das ist der gleitende Durchschnitt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man halt einstellt. Ja, und die 200-Tages-Linie zum Beispiel, das wäre also dann, dass man aus diesen Kerzen, ja, also dieses rote oder auch das grüne, das ist eine Kerze. Bei der 200-Tages-Linie würde man also sagen, dass man die von rechts nach links durchzählt. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und würde man so lange durchzählen, bis man hier auf 200 kommt. Und aus diesen 200 Kerzen, da nimmt man halt die entsprechenden Schlusskurse und dann teilt man das durch 200 und dann hat man quasi den aktuellen Wert der 200-Tages-Linie. Also für die Leute von euch, die so ein bisschen Mathematik affin sind, einfach, dass man da weiß, wie wird sowas überhaupt ausgerechnet. Aber muss man nicht wissen, das ist das Schöne, die so eine professionelle Handelsplattform wie der MetaTrader zum Beispiel, da sind alle Indikatoren drin, die wir brauchen. Also da müssen wir das halt entsprechend nicht selber ausrechnen. Warum möchte ich den SMA, also den simplen gleitenden Durchschnitt nutzen und nicht den exponentiellen oder den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt? Das hat, also einfach, dass ihr im Prinzip das wisst, ich hatte ja gerade gesagt, dass der simple gleitende Durchschnitt, dass der sagt Folgendes, also wenn wir zum Beispiel 5 Kerzen haben, machen wir die mal auf, dann ist bei dem simplen gleitenden Durchschnitt, der würde quasi jede Kerze gleich gewichten. Bei dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, da sagt man Folgendes, da geht man von der Annahme aus, dass wir sagen, eigentlich sind doch hier diese jüngeren Kerzen, haben die doch einen deutlich höheren Einfluss auf den weiteren Verlauf als diese älteren Kerzen hier hinten. Und das ist hier bei diesem LWMA, also bei diesem linear gewichteten Index, beziehungsweise Durchschnitt, ist das auch der Fall. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum für mich das genau gerade nicht so sein soll, dass ich das so machen möchte. Und dafür wollen wir uns mal anschauen, was so die typischen Fehler von Daytradern sind. Und zwar einfach, dass wir, und das werdet ihr vielleicht bei euch auch halt sehen können, dass wir unser, oder dass immer viele Daytrader, gerade wenn es Privatkunden sind, die damit anfangen, man richtet die Erkenntnis, die man hat, mit der jüngsten, also auf die jüngste Vergangenheit aus. Das heißt also, wenn ich jetzt gestern zum Beispiel viermal ausgestoppt worden bin, werde ich mein Verhalten heute ändern. Ja, und das ist halt etwas, was wir gerade nicht wollen. Also ich möchte ja gerade von einer langfristigen Wahrscheinlichkeit möchte ich partizipieren und ich will ja gerade nicht von den letzten Trades und damit auch von dem letzten Kursverlauf mich im Prinzip maßgeblich beeinflussen lassen. Ja, und das ist der Grund, weswegen ich persönlich, das machen andere Trader anders, das ist auch nicht irgendwie richtig oder falsch. Also letztendlich ist eine Strategie immer etwas Subjektives, also eine subjektive Anordnung von Regeln, die man als Einzeltrader befolgen möchte. Aber ich persönlich möchte deswegen gerade diese jüngste Vergangenheit, die möchte ich gerade nicht übergewichten. Na, das ist halt für mich wichtig. Die jüngste Vergangenheit wird übergewichtet per Definition ja, von dem EMA, der wie gesagt sonst also auch ein sehr populärer gleitender Durchschnitt ist. Ihr werdet aber auch sehen, so viel tun die sich also nicht. Also ich sag mal, wenn wir jetzt einen SMA haben, der ungefähr so aussieht, ja, das ist dann der SMA, dann können wir sagen, dass der EMA, der sieht dann vielleicht sieht er ungefähr so aus. Ja, also der ist dann hier, dass er, wenn steigt, dass er hier oben ein bisschen schneller steigt. Also letzten Endes ist das jetzt gar nicht mal so wichtig. Ich sage nur, warum, ja, wenn ich mich hier entscheiden muss, was ich ja tun muss, warum nehme ich den SMA und halt nicht den EMA, dass man das halt einmal weiß. Sind dazu Fragen, ist das für jeden einleuchtend? Also zumindest, dass man meine Argumentation nachvollziehen kann. Wie gesagt, wenn ihr schon euer Leben lang auf einen EMA guckt, könnt ihr diese Strategie auch mit einem EMA machen. Ja, also das ist von daher kein Thema. Daran soll es nicht scheitern. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Grundgedanken. Der Grundgedanke ist im Prinzip folgender. Wir haben einen Trendmarkt. Und ein Trendmarkt definiert sich ja folgendermaßen. Ja, ich gehe jetzt mal von einem steigenden Markt aus. Da haben wir typischerweise diese höheren Hochs und dann haben wir diese Treppenstufe, die nach oben geht. Ja, und die Definition von einem Trendmarkt ist ja, dass wir hier ein Hoch haben und hier haben wir ein sogenanntes höheres Hoch und hier haben wir wieder ein höheres Hoch.
Und hier unten haben wir ein Tief und hier haben wir ein höheres Tief und hier haben wir wieder ein höheres Tief. Ja, also das ist quasi die Definition, dass diese Hochs hier oben, Moment, so, dass diese Hochs hier oben, dass diese hier aufsteigend sind und dass die Tiefs hier unten entsprechend aufsteigend sind. Ja, das ist also wichtig. Und das ist ja quasi das, was wir definieren, ob es was schon vor 100 Jahren Charles Dow definiert hat als, oder das ist eigentlich seine Trendtheorie, die es seit über 100 Jahren gibt. Ich glaube, 1896 oder sowas kam er mit dieser Theorie auf. Und die ist heute immer noch gültig, logischerweise. So. Und das, was wir ja machen wollen, wir wollen also gucken, dass wir in diesen Markt reinkommen. Und wenn wir so einen Markt haben, ich zeichne es jetzt nochmal frisch auf. Das heißt, wir haben so einen Trendmarkt. Dann ist, wenn wir einen gleitenden Durchschnitt nehmen, dann könnte der gleitende Durchschnitt zum Beispiel so aussehen. Ungefähr so. Und dann wäre es natürlich im Prinzip interessant, dass wir irgendwo hier unten in Long-Richtung einsteigen können. Das ist einfach so der Grundgedanke, dass ein Trend, wenn er im Prinzip vorausgeht, Folgendes sagt, dass wir vorher eine starke Aufwärtsbewegung haben, die brauchen wir, ja, ich erkläre es mal hier beim zweiten Hoch, ich denke mal, da ist ein bisschen verständlich, wir brauchen also eine klare Aufwärtsbewegung. Warum? Weil wir ja überhaupt erstmal wissen müssen, ob der Kurs über dieses alte Hoch hier drüber geht. Wenn der Kurs hier nicht über das alte Hoch drüber geht, ich male es mal hier unten parallel auf, wenn wir also das folgendermaßen haben, dass der Kurs das macht und dann runter geht, dann haben wir ja ein fallendes Hoch. Ja, und wenn er dann sogar hier weiter runter geht, haben wir ein fallendes Tief, dann haben wir einen kompletten Trendwechsel. Das heißt also, wir brauchen eine Indikation, dass der Kurs tatsächlich in einem Aufwärtstrend ist. Und diese Indikation ist logischerweise, wenn wir hier so ein Hoch als Hoch Nummer 1 gesehen haben, dass der Kurs dann dieses Hoch definitiv nach oben brechen muss. Das heißt, wir wollen deswegen sehen, dass der Kurs das hier bricht nach oben und dass der Kurs sich dementsprechend auch dann vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Hier wissen wir, okay, es gibt ein höheres Hoch. Und wenn er dann runterkommt, dann können wir im Prinzip quasi davon ausgehen, weil wir wissen, wie ein Aufwärtstrend definiert ist, dass er typischerweise ja auch nicht unter dieses Tief gehen sollte, sondern irgendwo hier in dem Bereich wieder nach oben drehen sollte, ja, wenn es denn ein Aufwärtstrend ist. Und genau das können wir nämlich perfekt mit dem gleitenden Durchschnitt abarbeiten. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an, welchen wir dafür nehmen. Ja, und zwar nehmen wir dafür den 21er, das heißt also die letzten 21 Kerzen. Vielleicht nochmal so ganz grob, dass wir das eben nachvollziehen können. Was ist der Unterschied, ja, wenn ich zum Beispiel einen 21er Durchschnitt habe im Vergleich zu der 200-Tageslinie? Ich habe meinetwegen einen Kurs, der geht, ich sag mal, seitwärts. So, und dann im Prinzip, ich mache jetzt mal hier die Kerzen hin, dann steigt der Kurs stark. Dann ist es so, dass der 21er Durchschnitt, der wird hier schon anfangen und wird langsam hochgehen. Ja, weil der quasi, sag mal, hier hinten hat er noch 18 Kerzen, die er sozusagen mit im Prinzip einrechnet. Und hier hat er 3 Kerzen, die einrechnet. Der wird also entsprechend schon steigen. Wenn wir einen 200er gleitenden Durchschnitt haben, der wird so kommen, der wird eigentlich hier erstmal gar nichts machen. Warum? Weil der hat hier auch diese 3 Kerzen, die ansteigen. Er hat aber hier hinten hat er 197 Kerzen, wenn wir davon ausgehen, es war hier so ein Seitwärtsmarkt, die seitwärts gehen. Das heißt, dementsprechend hier müssten wir schon erstmal so 20, 30 Kerzen abwarten, die steigen, dass dieser langfristige gleitende Durchschnitt aussteigt. Heißt also, wir können einfach tendenziell sagen, dass umso kürzer, also das heißt, ne, zum Beispiel, wenn der gleitende Durchschnitt 1 wäre, das zeige ich vielleicht nochmal, da kann man es noch ein bisschen besser sehen, wenn der gleitende Durchschnitt 1 wäre, dann würde der direkt 1:1 hier mit dem Schlusskurs hochgehen. Ja, das heißt also, umso kürzer der ist, umso näher ist der an dem aktuellen Kurs dran. Ja, einfach, dass man das verstehen kann. Also in dem Moment, wenn ihr auch sagt, ihr habt einen gleitenden Durchschnitt drin, der ist mir zu träge, dann habt ihr typischerweise einen zu langen gleitenden Durchschnitt drin, dann müsstet ihr da einfach die Periodenanzahl entsprechend runtersetzen. Ja, das wäre dann da wichtig. So, also dementsprechend wollen wir da einen eher kurzen gleitenden Durchschnitt nehmen, deswegen die Periode 21. So, ist meine Maus. Da.
So, und dann möchten wir einen etwas langsamen gleitenden Durchschnitt nehmen. Langsamer heißt wieder einen, der über mehr Kerzen geht als der schnelle gleitende Durchschnitt. Und das ist in meinem Fall die Periode 55. Ja, und der ist für uns, ist der für zwei Sachen interessant. Auf der einen Seite wollen wir damit einen Stop-Loss setzen, also eine Verlustbegrenzung, wenn wir einsteigen. Auf der anderen Seite ist er auch für einen stärkeren Rücksetzer. Das hast du auch in manchen, also du hast Charts, ich sag mal, die gehen so. Das wäre ein relativ starker Trend. Dann hat man Charts, die gehen halt eher so. Na, und wenn wir halt nicht so einen starken Trend haben, dann wäre zum Beispiel der 55er ist dann derjenige, der tatsächlich dann, ich sag mal, eher hier so läuft. Das wäre der 55er. Und hier in so einem stärkeren Aufwärtstrend, da ist es dann halt eher der 21er. Ja, also dementsprechend, da wollen wir auch immer so ein bisschen messen, aber das ist auch etwas, was dann so mit der Trading-Erfahrung automatisch kommt, dass ihr automatisch auch dann schon direkt sehen werdet, wenn ihr das mal so ein bisschen probiert habt, wo kann ich halt welchen Durchschnitt am besten nutzen. Ja, aber dass ihr das im Prinzip schon mal wisst. So, und jetzt wollen wir gucken, wir wollen das ja soweit es geht definieren. Wir können leider beim Traden nicht alles definieren. Also Frage kommt noch, warum der 21er? Der 21er ist einfach in Testreihen, dass wenn wir einen starken Trend haben, die Indikation, der tatsächlich häufig angelaufen wird. Also Frage kommt dann, wir reden hier immer über den Daily Chart. Nein, das spielt gar keine Rolle. Aber eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich immens wichtig. Es spielt keine Rolle, ob diese Kerzen hier, wir gehen auch gleich noch in die Plattform rein, ob das hier 5 Minuten sind, also M5, oder ob das H1 für Stunde ist oder ob das D1 für Tag ist. Eine Frage kommt, ist das der Close? Ja, das ist immer der Schlusskurs. Das kannst du auch einstellen im MetaTrader, beziehungsweise in allen Handelsplattformen. Ja, Close heißt, ich zeichne das nochmal so ein, wenn wir hier einen steigenden Kurs haben, also wenn das grüne Kerzen sind, so, machen wir die mal grün, dann ist ja der Schlusskurs ist ja quasi immer hier oben, ne, an dem Kerzenkörper immer hier oben. Das heißt natürlich dementsprechend wird also der gleitende Durchschnitt wird immer diesen Kurs hier nehmen und mit diesem Kurs rechnen. Wenn ihr zum Beispiel da auf den Open, auf den Öffnungskurs gehen würdet, dann würde er entsprechend diesen Kurs zum Beispiel nehmen. Ja, also das im Prinzip kann man machen. Das macht auch gar nicht mal so einen großen Unterschied, weil bei einer höheren Anzahl von Kerzen wird sich das auch wieder ausgleichen. Ja, aber typischerweise, und ich sage mal auch alle älteren Bücher, wo man was über gleitende Durchschnitte liest, typischerweise nimmt man den Schlusskurs, weil man da sagt, das ist eigentlich so der relevanteste Kurs, weil das der Kurs ist, wo die Menschen draufschauen, wenn sie quasi, also gerade bei so Daily Charts, wo sie draufschauen, wenn sie überlegen, ob sie am nächsten Tag einsteigen möchten oder nicht. Ja, wenn man bei Aktien zum Beispiel überspricht, weil wir da ja eine Handelspause haben nachts. Ja, aber sehr gute Frage, weil das ist natürlich wichtig. Also es geht nicht nur um Daily Charts, kannst du aber auch im Daily Chart anwenden. So, also für uns ist Kriterium Nummer 1, dass wir einsteigen können, ist, dass der Kurs sich deutlich vom schnellen gleitenden Durchschnitt entfernt. Aus welchem Grund nochmal? Wir hatten ja da gesagt, dass wir folgende Ausgangssituation haben. Wir haben dieses Chart meinetwegen. Wir haben hier den gleitenden Durchschnitt. Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollen ja auf jeden Fall sehen, dass der Kurs steigt. Also es ist immer ganz gut, wenn wir sehen, dass tatsächlich der Kurs in die richtige Richtung läuft. Auf der anderen Seite war für uns ja auch wichtig, dass wir über dieses alte Hoch drüber gehen. Das heißt, wir wollen definitiv hier sehen, dass der Kurs zügig hochgeht, am besten so ein altes Hoch durchbricht. Und dann haben wir, dass der sich weit entfernt, heißt, dass der aktuelle Kurs jetzt hier deutlich von dem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Also hier wäre der weit weg. Ja, hier zum Beispiel wäre der gleitende Durchschnitt nicht weit weg. Ja, das meine ich mit, dass er sich deutlich entfernt. Und wenn der sich deutlich entfernt hat und wir dann weitergehen und der Kurs dann weitergeht, dass er dann zurückkommt und dann hier unten auf den schnellen gleitenden Durchschnitt, also auf den 21er gleitenden Durchschnitt draufkommt. Und dann wäre hier unser Einstieg. Das heißt, dann wollen wir darauf spekulieren, dass der Kurs hier entsprechend nach oben hin dreht. Natürlich andersrum. Ja, das Gleiche wäre also auch
im Shortmarkt. Ne, ich finde immer nur, dass es für mich oder für mich persönlich ist auch immer einfacher, am Longmarkt zu erklären. Aber hier wäre im Prinzip das Gleiche, dass wir auch da sagen würden, so, jetzt hier entfernt er sich deutlicher hier von dem gleitenden Durchschnitt. Dann kommt er entsprechend wieder hoch und dann würden wir hier am gleitenden Durchschnitt entsprechend Short einsteigen. Na, also das können wir also auch entsprechend spiegelverkehrt sehen. Das spielt keine Rolle, ob wir da Long unterwegs sind oder ob wir Short unterwegs sind. Das haben wir gesagt, der Kurs kommt zurück, also auf den schnellen gleitenden Durchschnitt. Gucken wir uns alles auch gleich mal in der Plattform an und dann wollen wir in Richtung des Trends natürlich einsteigen. Ja, also das ist unser Einstieg über den schnellen gleitenden Durchschnitt. Was ist die Grundvoraussetzung? Grundvoraussetzung ist auch, dass unser 21 gleitenden Durchschnitt und unser 55 Durchschnitt, die sollten ausreichend Abstand zueinander haben. Außerdem brauchen wir eine starke Neigung des schnellen gleitenden Durchschnitts. Aus welchem Grund ist das so? Wie gesagt, mir ist immer wichtig, dass ihr überhaupt nachvollziehen könnt, warum sage ich sowas und nicht, dass man das einfach nur stur irgendwo abarbeitet. Ne? Weil umso besser wir das verstehen, umso besser verstehen wir auch die Märkte oder wissen wir auch, warum tun wir sowas. Wenn wir einen Seitwärtsmarkt haben, sagen wir so, wir haben einen Seitwärtsmarkt, dann haben wir den schnellen gleitenden Durchschnitt, der läuft meinetwegen so. Und der langsame gleitende Durchschnitt, der läuft dann meinetwegen so. Und da seht ihr jetzt auch schon, warum wollen wir, dass der blaue gleitende Durchschnitt und dass der schwarze gleitende Durchschnitt relativ weit auseinander liegen. Ja, das wollen wir deswegen, weil das ist immer nur dann der Fall, wenn wir einen Trend haben. Das heißt, wenn der Kurs jetzt zum Beispiel sowas macht, der steigt, dann haben wir Folgendes, dass der schnelle gleitende Durchschnitt ja deutlich schneller mitsteigt, was wir gesagt haben, so. Und der langsame gleitende Durchschnitt nicht so schnell mitsteigt. Das heißt, der läuft so. Das heißt, diese beiden, ja, jetzt haben wir hier 55 und hier den 21er, hier ist der Kurs. Ja, das heißt also, wir haben hier jetzt das Schöne, dass wir hier zusätzlich, also auch natürlich auch, dass der Kurs sich entfernt, aber wir wissen schon mal von vornherein in dem Moment, wenn dieser Abstand entsprechend groß ist, dann wissen wir, wir müssen zwangsweise in einem Trendmarkt sein. Oder zumindest sieht es von der Indikation so aus. Das ist natürlich, was wir nicht wissen, ob der Kurs dann in dem Moment, wenn wir dann einsteigen wollen, ob der Kurs dann auf einmal hier oben nur noch seitwärts geht. Ja, ich sag mal, sowas weiß man nicht. Aber erstmal ist natürlich klar, wenn wir hier diesen großen Abstand haben, dass wir definitiv in einem Trendmarkt sind. Und das ist wichtig. Dann wollen wir noch Folgendes haben. Für uns ist vor allen Dingen interessant, wenn die Steigung, und Steigung heißt, wenn ich jetzt hier an den schnellen gleitenden Durchschnitt, wenn ich hier so eine Linie anlege. So, ich lege so eine Linie an, dann möchte ich, dass die eine starke Steigung hat. Ja, also sagen wir mal, keine starke Steigung wäre, wenn die seitwärts geht. Eine super starke Steigung wäre, wenn die im Prinzip total oder fast senkrecht nach oben geht oder im Shortmarkt fast senkrecht nach unten geht. Das wäre eine starke Neigung. Das heißt also, ne, wenn, natürlich noch besser wäre es, wenn die eher so aussieht. Ja, also das heißt natürlich, auch daran können wir sehen, anhand von der Steigung von diesem 21 gleitenden Durchschnitt können wir auch schon eine Indikation darauf führen, ob es um einen starken Aufwärtstrend geht oder um einen nicht so starken Aufwärtstrend geht. Ne, weil gerade in dem Moment, wenn wir einen nicht so starken Aufwärtstrend haben, hatte ich eben schon mal gesagt, dass es dann auch typisch ist, dass so ein Kurs eher Richtung 55er geht und dann so langsam steigt. Oder wenn wir hier so einen starken Aufwärtstrend haben, ganz typisch, dass er dann auf den 21er geht und dann entsprechend steigt. Ne, deswegen ist das wichtig, einfach, dass ihr das nachvollziehen könnt, mal ein bisschen darauf achten in der Plattform. Dann wird man das auch dann später ganz genau so sehen. Jetzt ist wichtig, und deswegen sagte ich ja, die meisten suchen immer nach dem perfekten Einstieg, aber der Einstieg an sich ist nur die eine Sache. Ja, ich möchte euch auch einfach nochmal zeigen, warum. Nehmen wir an, wir haben den perfekten Einstieg hier und der Kurs läuft, sagen wir mal, der kommt hier so runter. Und läuft meinetwegen so hier hin und dreht. Und wir haben unseren Take Profit meinetwegen hier oben.
So, dann ist das natürlich etwas anderes, ob ich hier unten, sagen wir mal, wenn das hier, das sind meinetwegen 100 Punkte. So, wenn ich jetzt hier nach unten auch 100 Punkte habe, so, dann habe ich hier einen SL1, der hat 100 Punkte. So, dann ist dieser Trade etwas ganz anderes, als wenn ich es schaffe und ich kann meinen Stop-Loss hier hinsetzen. Und ich habe meinetwegen 10 Punkte Stop-Loss. Ja, weil natürlich in dem Moment, wenn ich hier 10 Punkte Stop-Loss habe und er läuft mir hier hoch und läuft 100 Punkte, dann habe ich ja 100 Punkte Chance durch 10 Punkte Risiko, ne, und wir wollen ja das CAV häufig ausrechnen, dann habe ich ja quasi 10 zu 1. Das heißt, ich mache aus 100 Euro, mache ich 1000 Euro. In dem Moment, wenn ich hier unten quasi den Stop-Loss hier unten hinsetze, dann habe ich ja 100 durch 100, dann habe ich ein Verhältnis von 1 zu 1, ja, was absolut in Ordnung ist, was ich nur zeigen möchte. Dann mache ich aus 100 200 Euro. Beziehungsweise, nee, Moment, ich mache hier aus, ja doch aus 100.000 und hier aus 100 Risiko mache ich im Prinzip plus 100 so. Ja, das heißt also, es macht natürlich einen riesen Unterschied und daran würde ich nur kurz zeigen, einfach, dass ihr nochmal wisst, der Einstieg ist natürlich wichtig, also ist natürlich super toll, wenn ich hier diesen Drehpunkt ganz genau schaffe. Ja, aber ihr seht, das Ergebnis von meinem Handeln ist um ein Vielfaches besser in dem Moment, wenn ich meinen Stop-Loss besser einschätzen kann. Ja, und das meine ich damit, dass halt gerade, also dass neben dem Einstieg vor allen Dingen der Ausstieg, weil Stop-Loss ist ja der Ausstieg im Verlust, dass der extrem wichtig ist. Ja, einfach nur, dass man das nochmal gut nachvollziehen kann, weil da gehen wenige drauf ein. Ne? Einfach halt, weil die Nachfrage sozusagen ist halt immer, wo ist der allerbeste Einstieg? Das, was wir machen wollen, wir möchten, wenn wir mit dem schnellen gleitenden Durchschnitt einsteigen, dann wollen wir unseren Stop-Loss hinter den langsam gleitenden Durchschnitt setzen. Das heißt, wir haben einen Kurs, der so hoch läuft, haben dann einen schnellen gleitenden Durchschnitt, der meinetwegen so läuft, so, und haben einen langsamen, der beispielsweise so läuft, dann würden wir Folgendes machen, dass wir, ja, hier im Prinzip macht er den Durchbruch nach oben, kommt hier runter, wir würden also das ist natürlich jetzt der optimale Fall, wir würden hier long einsteigen und würden dann unseren Stop-Loss entsprechend hier drunter setzen. Ja, das ist so die Systematik, die wir haben möchten. Daneben natürlich immer noch wichtig, die normale Charttechnik, die möchten wir definitiv beachten. Was will ich damit sagen? Auch ganz kurzes Beispiel. Wir haben einen Aufwärtstrend, der so läuft. Wir haben unseren gleitenden Durchschnitt, der läuft meinetwegen so. Und wir haben unseren langsamen gleitenden Durchschnitt, der läuft meinetwegen, hör mal, so. So. Jetzt würden wir ja nach unserer Systematik hier, würden wir ja entsprechend hier einsteigen. Ja, also er macht entsprechend hier das höhere Hoch. Wir würden hier einspeichen und würden dann den Stop-Loss hier drunter setzen. Das würde ich zum Beispiel nicht tun, weil wir da die normale Charttechnik nicht beachten. Aus welchem Grund nicht? Wir wissen ja, dass der Aufwärtstrend sagt, die Hochs müssen steigen und diese Tiefs hier müssen steigen. Heißt aber halt auch, na, es kann natürlich auch sein, oder der Aufwärtstrend wäre immer noch intakt, solange der Kurs hier über diesem Tief bleibt. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass der Kurs hier weiterfällt und hier runtergeht und hier dreht. Dann wäre unser Aufwärtstrend noch komplett intakt. Wir würden aber hier ausgestoppt werden. Das möchte ich nicht machen. Das heißt, wenn wir sehen, dass wir also den Stop-Loss quasi, ich sag mal, relativ nah an so einem Tief dran haben, dann wollen wir quasi diese extra Punkte investieren und wollen den Stop-Loss hier drunter setzen. Ja, wir wollen ja nach größtmöglicher Wahrscheinlichkeit nicht ausgestoppt werden. Ja, das meine ich damit, dass wir die normale Charttechnik definitiv beachten wollen.
Wo sind unsere Ziele? Ja, wir haben jetzt gehabt Einstieg, wir haben gehabt den Ausstieg im Verlustfall und jetzt natürlich das, worauf wir ja hinarbeiten. Wir wollen ja den Take-Profit bestimmen. Und für uns ist immer interessant, dass wenn wir in den Trend einsteigen, ist immer das jüngste Hoch, also im Long Trade oder das jüngste Tief für uns maßgebend und dient als erstes Kursziel. Aus welchem Grund? Auch hier wieder unser Beispiel. Wir haben unseren Aufwärtstrend, der Rücksetzer kommt. Gleitenden Durchschnitt, ja, läuft im Prinzip perfekt so. Wir haben unseren anderen gleitenden Durchschnitt, so. Also heißt für uns, wir steigen hier ein, setzen unseren Stop-Loss hier drunter. Und dann ist ja die Frage, wo sollte der Kurs als erstes hingehen? Und das, was wir ja vom Aufwärtstrend nur wissen, ist, er sollte ein höheres Hoch machen. Das heißt, was er quasi sozusagen, was die Pflicht, wenn er denn im Aufwärtstrend drin bleibt, die Pflicht ist ja nicht, dass der Kurs hier oben hingeht, das wäre schön, aber die Pflicht für den Aufwärtstrend ist ja, dass er zumindest einmal hier drüber guckt, das höhere Hoch macht und dann könnte er schon wieder fallen. Ja, aber dann hätten wir weiterhin hier das aufsteigende Hoch, also von daher und deswegen ist dieses alte Hoch, das ist immer quasi da, wo wir aufpassen wollen, da sollte er zumindest hinlaufen. Und wenn er dann weiter durchgeht, wunderbar, aber ansonsten, wenn er halt fallen sollte, dass wir dann entsprechend reagieren können. Ja? Beziehungsweise auch da mal schauen, was haben wir denn für ein CAV? Ja, weil dann können wir nämlich Folgendes sagen. Dann können wir gucken und sagen, okay, das hier ist unser Stop-Loss, also bis hier drunter, so bis dahin. Unser Stop-Loss, da kann es sogar schon sein, dass wir bis hier oben hin schon das Einfache haben, was schon ein entsprechend guter Trade wäre. Ja, und dann kann man halt sagen, okay, entweder geht er weiter, wunderbar, lasse ich ihn weiterlaufen, oder wenn er den Anschein macht zu drehen, dann kann ich auch hier schon mit einer Risikoeinheit Gewinn entsprechend rausgehen. Ja, und dementsprechend wollen wir also immer, wenn er Richtung altes Hoch hier läuft, dann wollen wir aufpassen, weil auf der anderen Seite, auch wenn es eine Trendwende gibt, sieht die typischerweise so aus, dass der Kurs in die Nähe von dem Hoch kommt und dann entsprechend abverkauft wird und es dann zu einem Abwärtstrend kommt. Dementsprechend wollen wir, wenn wir hier einsteigen, wollen wir gerade hier in der Nähe von dem alten Hoch, da wollen wir entsprechend wachsam sein. Und nur so nebenbei, hier seht ihr schon eine andere Chartformation, die sehr bekannt ist, die aber genau auf dieser Trendtheorie beruht. Guckt euch das mal an, das ist die Schulterkopf-Schulterformation. Ja, weil die fußt genau darauf, dass der Kurs nicht das höhere Hoch schafft, dass er also bei der Schulter bleibt und keinen höheren Kopf sozusagen macht und dass er dann fällt und entsprechend der Einstieg bei der Schulterkopf-Schulter wäre ja hier drunter, dass man Short einstieg, also genau das sozusagen es ein tieferes Hoch gibt, ein tieferes Tief gibt und damit haben wir einen Trendwechsel. Ja, also es fußt genau auf dieser schon sehr alten und sehr logischen Trendtheorie von Charles Dow. Ja, und dementsprechend wollen wir da halt aufpassen, ne, was ich gerade gesagt habe, Vorsicht ist geboten vor dem ersten Ziel, ne, weil dort entscheidet es sich, ob wir im Aufwärtstrend drin bleiben oder nicht. Ne, ihr könnt auch gerne den Nelson anschreiben, ich schicke gerne dann die Folien, beziehungsweise leite sie ihm gerne weiter und dass er sie euch weiterleitet, dass man dann sowas halt nachlesen kann. Ne. Deswegen ist es hier kurz beschrieben, dass man jetzt ein kleines Heftchen habt und die Trendtheorie auch entsprechend nachvollziehen könnt. Sind erstmal soweit Fragen von eurer Seite, quasi zu der Theorie, wo wir einsteigen wollen, wo Ziele sind, wo wir aussteigen wollen im Verlustfall und so weiter. Ja, ein positives Nicken passt erstmal soweit, wunderbar. Dann gehen wir mal in die Handelsplattform. So, hier haben wir ein aktuelles Beispiel. Von heute, das ist im 5-Minuten-Bereich, ja, also nichts, was man jetzt in den nächsten Tagen oder letzten Tagen hätte vorbereiten können, sondern das hat sich heute so entwickelt. Wir haben hier den 21er gleitenden Durchschnitt drin. Das ist jetzt in meinem Fall hier rot. Moment, jetzt habe ich hier die Farbe schwarz, das ist natürlich nicht optimal. So 21er. 55er, ja, und hier unten einfach nur, dass ihr das auch mal gesehen habt, das ist die 200er. Ja, da seht ihr, wie träge die ist. Ja, die kann man halt davon nutzen, die braucht man im Prinzip nicht unbedingt. Ich habe sie mal reingemacht, einfach weil sie so populär ist. Aber letzten Endes, unsere Strategie basiert auf diesen beiden Linien. Ne? Deswegen Double SMA, also die doppelte SMA-Strategie.
Und hier haben wir dann unser Setup, dass wir halt sagen können, heute Morgen, also hier zum Beispiel seht ihr schön, ne, wir waren hier, haben sich die beiden Linien so überkreuzt. Ne, das ist, wir haben keine Steigung, das heißt, die gingen ja fast seitwärts. Dementsprechend wissen wir, kein Trendmarkt. Wir haben die Überkreuzung hier unten der Linien. Ja, und dass also auch der lange Gleitendurchschnitt und der kurze, dass die relativ nah beieinander liegen, dementsprechend kein Einstieg. Und das, was wir zuerst sehen wollen, ist ja, dass es tatsächlich einen Trend gibt. Das heißt, wir sehen hier, der Kurs steigt. Das ist schon mal gut. Er macht auch das höhere Hoch hier zu diesem Hoch. Und dann geht es weiter und wir sehen, dass der Kurs steigt. Und das hier, und jetzt sehen wir die Steigung. Ich zeige es nochmal. Ja, wenn ich jetzt hier einzeichne, das ist natürlich eine richtig starke Steigung. Ja, der Kurs entfernt sich, der gleitende Durchschnitt, der steigt richtig stark. Und dann haben wir, dass hier oben der Rücksetzer kommt. Hier kommt der Rücksetzer und dann haben wir hier den Einstieg. Da ist der Einstieg und der Stop-Loss entsprechend hier drunter unter dem etwas langsamen gleitenden Durchschnitt. Ja, und dann sollte er hier entsprechend nach oben gehen. Ja, dementsprechend also hier. Das hat man sich gut funktioniert. Ihr seht, da er wird nicht immer direkt am gleitenden Durchschnitt drehen, manchmal schon. Ja, aber das im Prinzip ist natürlich interessant, dass gerade wenn wir diesen starken gleitenden Durchschnitt haben, dass auch dann natürlich hier nach Möglichkeit, und das ist, umso stärker dieser Aufwärtstrend ist, umso mehr möchten wir natürlich den Kurs nicht hier rausnehmen, sondern natürlich hoffen, dass er entsprechend hier weiter steigt. Und dann ist natürlich hier das Schöne, dass wir dann natürlich die Gewinne je nach Trend, je nachdem, wie weit hier die Entfernung ist. Ja, ihr werdet also auch Trades haben, wo halt diese Entfernung sehr eng ist. Und dann wird es natürlich interessant, dass man dann tatsächlich ein Vielfaches seines Einsatzes dann da verdienen kann. Ja, es wird nicht immer funktionieren und auch da muss man so ein bisschen aufpassen, wie sind so die Handelszeiten. Also tendenziell ist in der Haupthandelszeit ist der Trend stärker als in einer Nebenhandelszeit. Ja, wir haben im Prinzip, jetzt haben wir Mittagspause in den USA, ja, und hier sehen wir auch, dass der Kurs entsprechend hier erstmal durchgeht, ja, und erstmal ein bisschen stärker korrigiert. Also hier ist man, wenn man hier eingestiegen ist, knapp raus, aber darum geht's. Ja, wir haben keine 100% Trefferquote. Wir wollen ein Handelssystem haben, wo wir eine gute Trefferquote haben, aber gute Trefferquote heißt, ja, etwas mehr als 55%. Das heißt, von 100 Trades gehen 45 Trades ins Minus. Und das ist immer wichtig, dass wir damit halt auch quasi umgehen können. Also wir können nicht bei so einer Strategie 3 Trades machen und dann sagen, oh, drei Trades liefen nicht und dementsprechend funktioniert die Handelsstrategie nicht. Sondern die Wahrscheinlichkeit nutzen wir erst, wenn wir 50 bis 100 Trades machen. Das ist also von daher ganz wichtig. Dementsprechend ruhig erstmal im Demokonto üben, weil das ist ja das Schöne. Die Linien ändern sich ja nicht. Das heißt, ihr könnt wunderbar über die letzten Wochen einfach mal so einen Chart durchgehen. Ihr könnt euch durchklicken auch in den einzelnen Zeitebenen, wo ihr meint, wo es am besten funktioniert. Ja, auch da kann man halt sagen, grundsätzlich natürlich, vor allem auch dann, wenn wir hier in die Indizes reingehen, das ist halt etwas, wo wir im Prinzip sehr starke Volatilitäten haben, wo sowas gut funktioniert. Hier zum Beispiel, das wäre fast der perfekte Einstieg gewesen. Das ist das, was ich meinte. Hier hat er den knapp verfehlt. Das ist auch etwas, was wir leider als Trader immer mal wieder haben, dass wir eigentlich, ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, eigentlich den perfekten Einstieg hätten. Aber was ich einfach mal kurz zeigen möchte, ist, hier ist natürlich sowas, das sind die richtig interessant sind. Ja, wir haben wiederum, dass der Kurs dreht. Wir haben wiederum eine sehr schöne Steigung nach unten jetzt. Also ist dann mal sehr schön steil. Die beiden Linien sind entsprechend auseinander. Aber das Schöne ist natürlich, wenn der hier dran gekommen wäre, ne, ich sage jetzt wäre, weil es halt, wie gesagt, wenn ein kleines bisschen halt nicht dran kommt, Pech gehabt. Ja, wenn unsere Strategie ist, dass wir handeln wollen, wenn er an den gleitenden Durchschnitt geht, dann handeln wir auch erst, wenn er an den gleitenden Durchschnitt geht. Aber nehmen wir an, der wäre dran gekommen, dann hätten wir halt hier den Einstieg, hätten unseren Stop-Loss hier oben gehabt. Und dann ist das natürlich sehr interessant, das ist genau das, was ich eben meinte, weil dann haben wir ein Risiko von 29 Punkten, also 30 Punkten. Und ihr seht, es geht hier runter, geht es 300 Punkte. Ja, und das ist natürlich interessant, dass es genau dann dieses 10:1 Verhältnis wird. Es ist nicht schlimm, ihr werdet es fast nicht schaffen, das tue ich auch nicht, dass man am Tiefpunkt hier unten verkauft. Aber ja, selbst wenn ich hier quasi die ersten beiden Schwünge mitnehme, auch da habe ich schon 240 Punkte. Ja, und das sind natürlich die Trades, womit man sein Konto
nach vorne bringt und auf die es sich lohnt, dass man da Geduld hat und auf diese Trade dann auch wartet. Das heißt, auch wenn man mal zwei, drei Minus-Trades macht, ihr seht gerade bei dieser Strategie, das CAV ist immens wichtig. Ja, deswegen ist es halt auch immens wichtig, dass ich weiß, wo setze ich denn überhaupt meinen Stop-Loss. Ja, das ist einfach wichtig, weil das ist das Tolle an so starken Trendmärkten, dass ich dann die Gewinne tatsächlich damit hebeln kann. Ob das jetzt zum Beispiel Aktien sind oder was auch immer. Ich wollte noch für den einen Teilnehmer kurz zeigen, sagt er, ob Daily oder Stunde. Ja, hier zum Beispiel Stundenchart. Auch im Prinzip hier sehen wir es. Manchmal machen wir diese alten Zeichnungen raus. Das ist jetzt weiterhin der Dow Jones. Ja, wir sehen jetzt hier Seitwärtsmarkt. Hier wollen wir nicht handeln. Ihr seht, dass hier keine große Steigung ist, dass die beiden gleitenden Durchschnitte relativ eng sind. Dann kommt der Ausbruch hier runter. Es geht hier richtig runter, dann ist man natürlich sehr schön, dass wir hier das alte Tief, dass wir das unterbieten, dass wir also das tiefere Tief hier haben. Wunderbar, hier oben haben wir auch schon das tiefere Hoch. Und dann geht es weiter runter und dann kommt der Einstieg hier, genau hier. Ja, Stopp kommt hier drüber und dann saust es entsprechend runter. Also ihr seht, also auch im Stundenchart ist irgendwie sowas interessant. Vor allen Dingen, wenn wir dann natürlich, gerade wenn wir jetzt im längerfristigen Bereich sind, dann sind natürlich auch die Fundamentaldaten interessant. Fundamental heißt, dass wir also quasi auch auf entsprechende Nachrichten achten oder bei einer Aktie auf Kennzahlen achten. Ja, aber wenn ich halt einfach auf die Nachrichten ein bisschen schaue, was ist nämlich im Prinzip passiert vor einigen Tagen? Evergrande, also der chinesische Immobilienfinanzierer mit 300 Milliarden Schulden, der hat im Prinzip Insolvenz angemeldet, hat in den USA Gläubigerschutz angemeldet. Und das ist natürlich etwas, wenn also ein 300 Milliarden Konzern im Immobilienbereich sowas anmeldet, das lässt die Weltwirtschaft nicht kalt, beziehungsweise die Weltmärkte nicht kalt. Ja, und dementsprechend, also das heißt, in dem Moment, wenn ich hier über so eine Charttechnik reingekommen bin, ja, und ich dann auch noch quasi, wenn ich hier drin bin und es läuft für mich und ich höre dann so eine Nachricht, das sind dann natürlich auch Sachen, dass ich dann sagen kann, okay, dann müsste es ja eigentlich auch erstmal weiter runtergehen und sowas kann ich dann mit dann entsprechend ausnutzen. Ja, also das ist etwas, was auch im Stundenchart geht, was man dann gut anwenden kann, wenn man halt jetzt keine Zeit hat, dass man den ganzen Tag da vorm Rechner sitzt. Ja, oder auch, wir können jetzt nochmal jetzt ins Tageschart schauen. Auch im Tageschart hier seht ihr, dass wir Einstiege haben, ne? In dem Moment, wenn es halt hier rauf geht, dass auch dann so ein Kurs hochgeht, hier runter geht oder wieder hier runter geht und dann entsprechend steigt. Ne? Wie gesagt, es geht nicht immer. Ja, hier ist einmal durchgekommen, obwohl auch hier seht ihr, dass erstmal immer sogar 4 Tage punktgenau abgeprallt ist. Dann sogar auch, wenn man hier einen Einstieg genommen hat, sogar bis hier oben hin ist. Ja, ich mache das vielleicht ein bisschen größer, weil das ist genau das, was ich auch in den Folien drin hatte im Moment, was interessant ist. Nee, okay, hier hatten wir im Prinzip keinen Einstieg. Es sah eben so aus, als hätten wir einen Einstieg gehabt. Nee, hatten wir nicht. Also von daher, man würde erst hier reinsteigen. Das steigt ja zwar ein bisschen, aber nicht ausreichend. Also hier würde man, wenn man einsteigt, entsprechend rausfliegen. Aber da könnt ihr gerne mal durchgehen. In dem Moment, wenn wir starke Märkte haben, muss man gucken, ob wir vielleicht sowas haben, mal so eine trendstarke Aktie haben hier drin. Gucken wir mal eben. US-Stocks zum Beispiel. Was wollen wir nehmen? Gerne Vorschlag von eurer Seite. Irgendeine trendstarke Aktie. Ich sag mal, Microsoft, Amazon oder mal gucken, ob wir Tesla drin haben oder sowas. Das kann ich doch. Tesla haben wir drin. Können wir mal nehmen. Ja, können wir auch Tesla gerne nehmen. Mache ich. So, das ist die Stunde hier. Ne, auch hier seht ihr, der Markt fällt. Und es kommt immer wieder hier zu den Rücksetzern an den Durchschnitt und danach fällt es. Aber Stunde würde ich jetzt persönlich im Aktienbereich gar nicht handeln. Ich will es jetzt nur mal so im längerfristigen Bereich zeigen. So, hier zum Beispiel. Ne? Also in dem Moment, wenn der Markt stärker anfängt zu fallen, jetzt haben wir mal hier zum Beispiel. Ja, in dem Moment kommt ihr über diese Strategie gut rein. Ich zeige es nochmal eben. Ja, egal, ob das zum Beispiel hier ist, ne, Steilung nach unten. Wir haben hier den Einstieg. Und dann ist natürlich interessant, was ich sagte, wichtig ist, kurz vor dem Tief zu gucken. Ja, das heißt, hier sind wir schon
richtig, richtig weit vorne. Aber da ist halt wichtig, hier in dem Moment dreht er, dann haben wir halt Pech gehabt, aber der Einstieg passt wiederum. Ja, auf der anderen Seite auch Aufwärtstrend. Hier machen wir nichts. Ja, ihr seht hier gerade, da machen wir nichts. Hier geht es wieder rauf. Wir haben hier das Hoch, wir haben hier den Einstieg. Ja, wir haben einen Stopp ja hier, bleiben drin und dann wiederum hier oben, kurz vor dem Hoch, auch da dreht er. Auch hier quasi geht dann zurück. Aber das sind immer die Sachen, wo wir halt aufpassen wollen, ja, dass wir im Prinzip da entsprechend reagieren und dann den Kurs, wenn er hier runterkommt, zumindest auf Einstieg rausnehmen. Ja, aber dann geht es runter. Dann natürlich sehr schön unter dieses Tief, wichtig. Unter dieses Tief, Charttechnik, Rücksetzer und hier haben wir den perfekten Short-Einstieg. Stopp hier drüber. Ja, und dann im Prinzip fällt der richtig weiter, der Kurs. Ja, das ist also im Prinzip ganz um das, was wir handeln wollen. Ne? Ihr seht, es ist keine Gelddruckmaschine. Ne? Das haben wir an der Börse grundsätzlich nicht. Also wir müssen auch immer noch selber als Trader etwas dafür tun. Aber ne, ich gebe euch, wie ihr seht, hier soweit es geht, konkrete Regeln an die Hand. Ja, also aber ein bisschen umsetzen, ein bisschen üben, das muss man selber, das ist ganz klar. Achso, ihr seht, gerade kommt Aiden, also frühere Blocks der Zahlungsdienstleister. Ich gucke mal, ob der drin ist hier im MT4, das weiß ich nicht genau. Wir gucken mal eben. Machen wir mal hier das raus. Haben wir nicht drin. Ich überlege aber gerade, ist das denn, sind das Amerikaner oder sind das im Prinzip nicht so Schweden oder sowas? Überlege ich jetzt gerade. Nee, aber haben wir hier nicht drin. Ja, aber wie gesagt, ne, also das ist ja etwas, das könnt ihr gerne mal für andere Aktien nutzen. Und wenn ihr das jetzt irgendwie jetzt nach dem Webinar macht oder morgen macht oder so und ihr habt da, ach so, holländisch, ne, genau, ja, deswegen, ich habe so richtig vermutet, dass das keine Amerikaner sind, genau, Holländer sind das, deswegen sind die wahrscheinlich jetzt hier nicht drin. Aber wie gesagt, könnt ihr ja im Prinzip gerne mal sehen. Ne? Also das spielt keine Rolle. Die Durchschnitte gibt es in jeder Plattform. Also wer es mal in der Langfristenanlage probieren möchte, ansonsten, ne? Also hier ist egal, ob Stundenchart, 5 Minuten Chart. Wichtig ist halt immer nur, dass wir halt einen starken Trend haben. Und wichtig ist halt auch, ne, dass wir halt so eine Strategie auch irgendwie längerfristig handeln, dass wir also auch von der Wahrscheinlichkeit, die wir da haben, dann entsprechend greifen können. Also nicht, dass ich mal einen Trade hier mache, mal einen Trade im anderen Währungspaar und dann wieder in einer Aktie nur einen Trade mache. Na, dann ist das eher im Prinzip Zufall, sondern wir müssen natürlich schon für eine Strategie auch irgendwo 10, 20, 30 Trades machen können. Ich wollte es ja nur mal zeigen, dass also auch im längerfristigen Bereich, gerade wenn so Aktien stark fallen, na, dass es dann sind so ein Rücksetzer ist, ein sehr interessanter Einstieg. Also ein anderer Teilnehmer schreibt noch, Gold ist im H4 super gelaufen, Short. Das Gold haben wir auf jeden Fall drin. So, gucken wir eben. So, Gold, zack, 4 Stunden. Genau, in 4 Stunden dachte ich jetzt gar nicht. Ja, genau. Danke. Das ist natürlich, du hättest mein Webinar vorbereiten können. Also das ist natürlich, besser geht's nicht. Wie gesagt, das will ich auch gar nicht so suggerieren. Das ist nicht immer so. Aber das, genau, das ist natürlich exakt das, ne, besser kann es nicht sein, dass wir hier ne, dass wir hier eigentlich schon einen starken Abwärtstrend haben. Hier geht der auseinander. Und dann haben wir ja hier im Prinzip einen Einstieg nach dem anderen wo läuft. Also geht er quasi in so einem Abwärtskanal perfekt runter. Genau. Ne? Also das ist das. Deswegen gerne mal so die Vergangenheit durchforsten. Also das macht immer Sinn, dass man nicht einfach jetzt drauf loshandelt, sondern einfach mal schaut, passt die Zeiteinheit, die ich wähle, also beispielsweise 5 Minuten, passt die zum Instrument. Ja, ein bisschen vorsichtig sein bitte. Wenn ihr zum Beispiel Aktien habt oder so, ne, da macht die 5 Minuten wenig Sinn, weil da sind einfach die Kosten eines Trades sind zu hoch im Verhältnis, was so eine Aktie in 5 Minuten läuft, typischerweise. Ne? Also umso mehr Liquidität wir haben, umso besser ist es. Also da bitte so ein bisschen drauf achten. Ne? Macht ihr auch im Prinip ganz einfach, indem ihr dann hier rechte Maustaste auf Eigenschaften gehen könnt. Und mal eben das hier, diese Zeichnung weg. Und dann sagt ihr einfach, ne, das gilt für beide MetaTrader, dass ihr die Ask-Linie anzeigen lasst. Ne, und dann habt ihr nämlich auch hier unten, das sieht man jetzt hier nicht, weil da die Kosten doch relativ wenig sind. Hier sieht man sie, jetzt die rote. Ne, also das sind die Kosten, die wir haben. Ne, also hier zwischen diesen beiden Linien. Und
Ne, und dementsprechend, das sollte natürlich nicht zu hoch sein. Also, ne, wenn ich jetzt in 1-Minuten-Chart bin, dann ist das wahrscheinlich für Gold zu hoch. Ja, ne, hier seht ihr, dass da sind die Kosten höher als jetzt die letzten drei Kerzen zusammen. Da macht das relativ wenig Sinn. Aber selbst im 1-Minuten-Chart seht ihr einfach so von der Struktur her, auch hier wiederum, ne, der Kurs geht rauf, Kurs geht weg, kommt runter, hier ist der Einstieg, geht hoch. Ne, dementsprechend wieder darauf achten, kurz vor dem Hoch, was passiert, da dreht er wieder. Aber auch hier haben wir wieder erstmal den guten Einstieg. Würde im Prinzip sogar hier, wenn man sagt, ich ziehe auf Entry, ein bisschen falsches Zeichen, aber wäre sogar so zugelaufen, dann würde man sogar wahrscheinlich drin bleiben und er wird weiterlaufen. Ne, aber darum geht es nicht einfach, dass ihr immer wieder seht, das sind schon relevante Punkte, wo man dann tatsächlich gut einsteigen kann. Ja, und immer wichtig, wenn ihr sowas durchgeht, ihr müsst bitte immer vom Einstiegszeitpunkt gucken. Ja, das heißt also, wenn ihr hier zum Beispiel hier einsteigt, dann muss man mit dem Lot nach unten fällen, also quasi so. Ja, und dann legt man den ja hier unten drunter. Ja, da ist jetzt fraglich, ob man jetzt hier im Prinzip drin bleibt oder nicht, aber einfach wichtig, dass ihr quasi nicht darauf achtet, nur dann hier guckt, aber Moment, hier im Prinzip bin ich halt ausgestoppt. Nein, sondern immer, wo der Einstieg ist, da natürlich dann und der Stop-Loss, der bleibt natürlich dann hier. Also umso weiter der Kurs steigt, umso weiter geht natürlich auch dann die gelbe Linie weiter weg. Ja, also dass ihr das dann einmal, wenn ihr quasi in der Vergangenheit durchgeht, dass man darauf achtet, dass man dann nicht irgendwie einen falschen Stop-Loss prüft oder sowas. Sonst noch Vorschläge, Fragen? Ne, wie gesagt, gerne, dass ihr den Benetzen anschreibt, also FX Flat anschreibt, und dann könnt ihr gerne die Folien haben, da steht ja nochmal alles drauf. Ne, und dann heißt es wirklich, also es gibt so ein altes Sprichwort, Erfolg ist 90% oder 10% Inspiration, 90% Transpiration. Inspiration ist, dass man Regelwerk hat, dass man so eine Strategie hat, 90% aber tatsächlich machen, machen, machen. Ne, also dafür haben wir ein Demokonto, sind alles Echtzeitkurse, ne, sind exakt die gleichen Konditionen wie im Live-Konto auch. Also ich kann ja hier entsprechend üben, ohne dass ich einen Cent investieren muss. Und dann weiß ich auch, bei welchem Instrument, in welcher Zeit eben das für mich zum Beispiel interessant ist und in welcher nicht. Also Frage kommt noch, warum Long-Einstieg, wenn der Kurs unter der 200-Tages-Linie ist? Also beziehungsweise das wäre jetzt in dem Fall, ist immer wichtig, diese 200er-Linie ist immer die von dem Chart. Das heißt also, Tageslinie ist sie nur, wenn wir im Tageschart sind. Hier in dem Moment wäre es quasi die 200 Kerzenlinie, also 200 Kerzen mal 1 Minute, die 200 Minutenlinie ist halt einfach immer im Prinzip, was halt möchtest du handeln? Ja, willst du also jetzt einen kurzfristigen Trend handeln, dann spielt die 200er Linie gar keine Rolle. Ne, also das wäre zum Beispiel auch, wenn wir mal jetzt nochmal in den DAX rein, wenn man hier unten, und jetzt gehen wir mal hier aufs Tageschart. Ne, hier im Prinzip siehst du auch, dass die 200-Tageslinie, die ist relativ träge. Ne, also natürlich kann man sagen, jetzt zum Beispiel hier unten drunter fällt der Kurs erstmal. Ne, aber wenn du kurzfristig unterwegs bist und du willst hier diese Kerzen hochhandeln, dann kannst du das durchaus machen, auch wenn die 200-Tageslinie hier ist. Also die 200-Tageslinie ist tatsächlich, ich sag mal, die langfristige Einordnung, ob wir einen Long-Trend haben oder jetzt einen Short-Trend haben. Nutzt man also mal zum Beispiel, wenn man jetzt ein langfristiges Aktiendepot hat, dass man sagen kann, ja, wenn der Kurs unterhalb ist, dann möchte ich mal Positionen zum Beispiel absichern langfristig. Ne, und wenn er halt im Prinzip oberhalb ist, dann möchte ich keine Positionen absichern. Ne, aber zum Traden, gerade da wollen wir ja gerade von diesen Bewegungen, die ja rauf, runter gehen, immer wieder partizipieren und ja nicht unbedingt darauf warten, bis jetzt irgendein Langfristindikator uns sagt, dass wir etwas tun dürfen. Aber sehr gute Frage. Kommt also da immer so ein bisschen auf den Anlagehorizont an, den ich habe, ob ich eher der Trader bin oder halt eher Investor bin, der da wirklich sehr, sehr langfristig denkt. Sonst noch Fragen? Also Frage kommt noch, der SMA 200 Daily hat einen anderen Wert als SMA im 5-Minuten-Chart. Ja, ganz genau. Ne? Also weil quasi die 200-Tageslinie ist tatsächlich die, also die sind die 200 Kerzen im Daily. Das ist dann
Das ist dann man hier unten zum Beispiel. Und im 5-Minuten-Bereich zum Beispiel ist die 200-Linien-Kerze wert von diesen Kerzen. Ne? Also wenn wir jetzt hier reinschreiben würden, entsprechend, das ist hier, Moment, das ist hier Kerze 0, 1, 2, 3, 4. Also wenn wir diese einzelnen Kerzen durchnummerieren würden, ist also diese Linie, dass sie die letzten 200 Kerzen hat. Also von daher, das wären dann quasi in dem Bereich, ja, 200 mal 5 Minuten. Und im Tageschart wären es halt dann 200 mal ein Tageskerzen. Also da im Prinzip ist der Unterschied. Okay, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass bei dem heißen Wetter und noch Ferien so viele Leute da waren. Das ist ja das, was mich persönlich freut. Also da sieht man auch, dass ihr das Thema Traden ernst nimmt und dass man sich da weiterentwickeln möchte. Ich freue mich natürlich, wenn es euch gut gefallen hat, gerne da also Anregungen, sowohl positives als auch gerne negatives Feedback. Und wie gesagt, wenn da Fragen sind, auch nach dem Webinar, könnt ihr gerne FXFeld anschreiben, also einfach auf die Einladungs-E-Mail antworten. Das wird mir weitergeleitet. Ich antworte da gerne drauf, ne, wenn da Fragen sind. Und wer die Folien haben möchte, gerne Nelson anschreiben. Dann würde ich entsprechend die Folien weiterleiten. Super. Ja, vielen, vielen Dank für das Webinar. Das wird ja auch nicht das letzte Webinar hier gemeinsam mit dir sein. Da werden Sie entsprechend noch informiert und vielen Dank an alle, die live dabei waren, selbstverständlich, und sich hier das Ganze angeschaut haben. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, so wie immer. Und wie Marc gesagt hat, wenn Fragen sind, dann einfach uns anschreiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, hier natürlich auch Marc. Wir telefonieren ja, sowieso demnächst. Und ja, noch eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss zusammen.